Tja, da hat aber ein Rob the Steamhammer hier seine Klappe ziemlich weit aufgerissen. Ja, und das kriegt er jetzt auch direkt wieder zurückbezahlt. Aber einen gewissen Unterhaltungsfaktor kann man diesem Mann ja nicht absprechen. Ja, es lohnt sich alleine schon, dieses Match hier zu sehen. Natürlich auch wegen dieser Frau. Nein, eigentlich wegen dem von Kunders. Der Einzug war wirklich fantastisch und das wollten wir euch natürlich nicht nehmen, Fans. Und wir sehen hier ein fantastisches Match. Wir sehen natürlich einen Nosfanatas und einen T-Bone. Die treten hier gar an gegen die absoluten Publikumsfavoriten. Gegen natürlich die Funkanders, Boss und Mod Funkander. Ja, Boss und Mod Funkander. Genau. Boss und Mod Funkunder eigentlich. Ja. Wie auch immer, da sind wir alles sehr tolerant. Ja, und bei Niki Funkunder, da ist es natürlich ganz klar, da ist der Tiffy ganz weit oben auf. Und der wird sich wahrscheinlich einige Sequenzen in diesem Match nicht konzentrieren können. Da musste Crusher dann heute mehr reden, wenn Niki Funkunder eingeblendet ist. Und jetzt sehen wir hier diesen Headlock hier, Side-Headlock jetzt mittlerweile von Nosfonatas jetzt hier gegen Bess Funkunder. Ganz genau, wir haben natürlich auch einen holländischen Referee heute im Ring, Eddie aus Holland, so ist er uns bekannt. Und er wird das Ganze hier schiedsrichten für dieses Match. Ich denke mal, er ist genau der Richtige dafür, denn er kennt die Funkunders ganz genau. Jetzt erstmal Bass mit dem Ausheber und dem Bodyslam. Er war ja lange Zeit in Japan und hatte da einige interessante Erlebnisse. Auf jeden Fall, sowas hat man so gehört. Und jetzt Bass Funkunder hier mit einem Whip-In und diesem Single-Leg-Trip und da liegt Nosfonatas am Boden. Also dieses Match, da stelle ich mir einen unheimlichen Unterhaltungswert vor, denn die Mod Funkunders natürlich, die haben einen unheimlichen Unterhaltungswert und wirken natürlich auch auf das Publikum in Bochum dementsprechend mit ihrer Show wie immer. So, jetzt aber erstmal Double-Team-Action von den Funkunder-Brüder gegen Nosfonatas. Ja, man hat es ja auch gesehen, der Einzug, er war phänomenal, der Crusher, das musste doch wirklich zugeben. Dieser Einzug, der gehörte zu einem der besten Einzüge, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Ja, aber jetzt hier Fisherman's Suplex, aber nur der Two-Count, da hätte es jetzt Mod Funkunder fast erwischt mit dem Three-Count. Da ist er natürlich ziemlich überrascht worden. Das Mützchen ist erstmal ab und da kommt erstmal sein Partner T-Bone rein. Ja, ein Suplex jetzt hier von T-Bone, der taktet jetzt hier direkt ganz gut auf hier gegen Mod Funkunder. Jetzt dieser Leg Drop, gewaltig und das Cover, aber nur bis zwei. Ja, ganz knapp. Und Rob the Steamhammer scheint sich wirklich jetzt hier ein weiteres Tag Team geangelt zu haben. Ob das wirklich sehr, sehr positiv ist. Oh. Ja. Ja. Ja, welcher Kameramann hat das jetzt gefilmt? Ja, das wüsste ich gerne. War ich bestimmt. Glaube ich nicht. Jetzt machen wir hier auf jeden Fall einen Schnitt, bevor wir hier ganz aus dem Konzept kommen und finden uns jetzt hier wieder in diesem Abdominal Stretch hier von T-Bone gegen Mod Funkunder und das anschließende Cover. Ja, Rob the Steamhammer ist auf jeden Fall hier bei seinem Team. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, Rob the Steamhammer hat jetzt wirklich neue Talente gefunden. Wir kennen natürlich Nosfonatas, kennen wir natürlich aus NAWA-Zeiten. Oh, und diese Kopfschere, wunderbar. Ja, The Crusher, vielleicht solltest du die Gelegenheit nochmal nutzen und nochmal ganz schnell was über eine Band erzählen, die auch unseren Opener geschmückt hat. Ja, das kann man ganz kurz sagen. Einen schönen Gruß nach München-Gladbach, nach JadeStar. Da natürlich die Jungs und das Mädel natürlich von JadeStar gegrüßt. Die Band mit ihrem Song 7 haben sie uns beglückt, dem Opener natürlich. Wer da an Fnatic TV interessiert ist, sollte sich da wirklich mal ganz doll auf der Homepage bei uns informieren. Adresse und so weiter haben wir im Abspann noch drin. Und wir haben natürlich noch eine Booking-Adresse für euch über den Dennis, der das Ganze managt, der Manager und Gitarrist der Band. Einen schönen Gruß dahin. Wir haben mit der Band demnächst auch einiges vor, in der Musik-Area bei Fnatic TV. Und ihr seht jetzt hier Wrestling und ich denke mal, darauf gehen wir auch ein. Dafür sind wir heute hier. Ja, dafür sind wir auch hier. Und Nosfonatas, er ist jetzt wieder am Drücker. Bass Funkunder, er liegt jetzt hier und ja, noch du weißt, Tiffy, das würde ich wahrscheinlich auch wollen. Aber wir sind natürlich hier bei diesem Match und haben hier wirklich eine Veranstaltung, eine geschichtsträchtige Veranstaltung zu kommentieren, die der EWU. Und jetzt erstmal T-Bone im Ring. Er ist jetzt frisch, kommt rein und will wahrscheinlich Mod Funkunder erstmal richtig zusetzen. Der sieht jetzt auch einigermaßen flach aus. Ich würde mal sagen, ist es im Prinzip jetzt der schwache Punkt bei dem Funkunders, denn er sieht vermeintlich ein bisschen schwächer aus als Bars. Wie siehst du das? Ja, du kannst dich auf jeden Fall nicht entscheiden, ob du Funkunder oder Funkunder sagst, aber nee. Das ist ja jetzt auch nicht so wichtig eigentlich. Es geht doch hier nur um dieses Match. Ja, hier haben wir gerade einen wunderschönen Einroller gesehen von T-Bone, jetzt hier mit dem anschließenden Cover. Aber das kann doch nichts geben und da sehen wir sie wieder.
Ja, da sehen wir sie, ganz genau. Niki von Kunda, sie ist natürlich immer dabei, wenn ihre Schützlinge den Ring betreten und macht natürlich mit der ganzen Show auch mit. Sie auch wirklich das Aushängeschild der von Kunda Brüder. Jetzt aber Wahnsinnsaktion. Ja, ein wunderschöner hier eingesprungen Plancher auf jeden Fall vom obersten Seil. Ja, jetzt dreht Mod van Kunda auf und er kann wechseln mit Bas van Kunda. Das ist doch wirklich brandheiße Action. Ja, und so langsam lassen sich die beiden van Kundas hier abfeiern. Das sieht mir doch sehr nach Endspurt aus. Ja, jetzt sieht es mir wirklich danach aus. Bas muss jetzt nachsetzen, schickt T-Bone in die Seile, zeigt diesen Clothesline, der ihn zu Boden streckt, T-Bone hier, und der wird jetzt direkt nachsetzen. Kick geht wieder in die Seile, Bas. Was wird er zeigen? Ein Dropkick und da geht's erstmal raus. Ja, T-Bone Thomas Freaks ist eliminiert und jetzt Nosfonatas wird jetzt hier auch noch bearbeitet. Ja, irgendeiner der beiden war doch jetzt hier illegal im Ring. Das kann ja auch nicht sein. Und tja, da gibt es jetzt auch anscheinend Double Team Action. Da sieht es jetzt aus, als ob Mod van Kunda hier auf die Schultern steigt vom Best van Kunda. Das wäre doch eine wunderbare Aktion jetzt hier mit diesem Big Splash, oder was würde das geben? Die Elephants, sie springen und sie zeigen jetzt hier, beziehungsweise in Form von Mod van Kunda, zeigt hier die Aktion der Leg Drop. Und das war das Ende. Ja, Rob Steam Hammer hat sich getäuscht. Ja, der ärgert sich.